Das jahrelang erfolgsverwöhnte deutsche Slalomteam ist vor den Klassikern im Januar in eine Mini-Krise geschlittert. In Zagreb schaffte es der lange verletzte Felix Neureuther zwar auf Rang 8. Seine Skikollegen aber enttäuschten, allen voran Fritz Dopfer und Linus Strasser, die noch um ihre WM-Norm kämpfen und im ersten Durchgang ausschieden. Natürlich merkt man im Team schon, dass jeder seine eigene Baustelle hat, dass jeder mit seinen Fehlern und der eigenen Situation zurechtkommen muss, sagte Strasser. Der Münchner verfehlte bei allen 6 Weltcup-Starts des Winters die Punkteränge, auch Dopfer hat noch kein Top-20-Ergebnis geschafft. Für die garantierte WM-Nominierung verlangt der Deutsche Skiverband einen Platz unter den ersten 8 oder 2 Top-15-Ränge im Weltcup, jeder kämpft ein bisschen ums Überleben, das ist keine leichte Situation, verriet Strasser und bemängelte, da fehlt generell im Team der Zug und am Schluss der Spaß an der Freude am Skifahren. Noch vor 3 Jahren waren Neureuther und Dopfer regelmäßige Kandidaten für das Podest, Strasser galt als angehender Spitzenmann im Slalom. Das Abschneiden seines Teams, abgesehen von Neureuther, enttäuschte Bundestrainer Matthias Berthold in Zagreb. Gott sei Dank kommen jetzt gleich die nächsten Rennen, sagte er im Hinblick auf das anstehende Technikwochenende in Adelboden mit einem Riesentorlauf und einem Slalom. In der Schweiz könnten sich seine Schützlinge revanchieren, meinte der Coach. Danach stehen noch weitere Slalomklassiker in Wengen, Kitzbühel und Schladming an. Punkt. Ich glaube fest daran, dass ich die Kurve kriege, sagte Strasser vor der Abreise aus Kroatien.